Das Schultertraining mit dem Tube. Wir beginnen heute mit einer Art Schulterpresse. Dazu braucht ihr natürlich das Tube. Und ganz einfach einen Stuhl. Und ihr setzt euch auf den Stuhl. Jetzt klemmt ihr das Tube unter die Sitzfläche. Achtet, dass euer Griff gerade ist. Und jetzt geht ihr senkrecht nach oben. Ihr macht 20 Wiederholungen und 30 Sekunden Pause dazwischen. So sieht das Ganze dann aus. Senkrecht nach oben. Ihr atmet aus, wenn ihr hochgeht. Langsam nach unten. Mit dieser Art Schulterpresse bekommt ihr schon mal perfekt den vorderen Schulteranteil, den Deltamuskel mit rein. Der Trizeps ist auch mit drin und natürlich etwas die Schulterblätter. Um jetzt etwas verstärkter noch euren vorderen Schulteranteil zu trainieren und auch schon mal den Bizeps etwas mitzunehmen, machen wir jetzt ein wenig Frontheben. Wir stellen uns jetzt mittig auf das Tube drauf, gucken, dass die Grifflänge ungefähr gleich ist und jetzt gehen wir senkrecht nach vorne. Die Handflächen zeigen nach unten und auch hier im Wechsel wieder 20 Wiederholungen, 30 Sekunden Pause dazwischen. Für den mittleren Schulteranteil, diesen Delta-Muskel, jetzt nochmal das Seitheben. Hier auch wieder mittig auf das Band stellen. Gucken, dass die Grifflänge ungefähr gleich ist. Und dann gehen wir senkrecht seitlich diesmal hoch. Hier auch wieder 20 Wiederholungen mit 3 Durchgängen und 30 Sekunden Pause dazwischen. Wirklich senkrecht hochgehen. Umso anstrengender wird es wirklich für die Schulter. Schön ausatmen bei der Anstrengung. Jetzt gehen wir nochmal gezielt auf den hinteren Schulteranteil ein. Auf den hinteren Anteil und die Rhomboideen, den oberen Rücken nehmen wir etwas mit. Wir machen ein paar fliegende, also so ein paar Reverse Flies. Ihr kennt sicherlich die Butterfly Reverse Übung aus dem Fitnessstudio. Und die simulieren wir jetzt mit dem Tube. Ist ganz einfach umzusetzen und da bekommt ihr nochmal super den Rücken mit rein. Dazu braucht ihr einfach eine Tür. Schließt diese Tür. Nun wickelt ihr das Tube um die Türklinke. Macht am besten eine kleine Schlaufe, damit es sich nicht löst. Und ihr baut einfach Spannung auf. So, das Tube ist gekreuzt vorne an der Türklinke. Jetzt baut ihr etwas Spannung mit dem Tube auf, stellt euch hüftbreit auf, geht leicht in die Knie, damit der Oberkörper auch wirklich gerade und stabil ist. Die Handflächen zeigen nach innen, das Ellbogengelenk ist gebeugt. Ihr solltet die Arme niemals komplett durchstrecken, damit ihr euer Ellbogengelenk auch hier etwas schonen könnt. Die Schultern bleiben gesenkt und jetzt geht ihr langsam mit den Händen nach außen. Baut schön die Spannung auf. Zieht es relativ weit nach hinten, so weit wie es geht. Nur niemals über die Schulterhöhe hinaus, ja. Aber es wird so auch schon recht anstrengend. Und davon macht ihr dann auch wieder 3x20 Wiederholungen, 30 Sekunden Pause dazwischen. Und hier bekommt ihr schon mal super den hinteren Schulteranteil, die Rhomboideen auch mit rein, den Trapezmuskel und auch den oberen Rücken, um hier auch euer Schultertraining dann perfekt abzuschließen.